Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3, der Demo. Ja, der Demo, ja, mehr würde ich nicht sagen. Mit dem Vogelmann an diesem wunderschönen Samstag und hoffentlich auch gesunden Samstag für euch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten die Demo einfach mal. Denn ich war ein großer Fan von dem Remake von Teil 2 und ich fand, das war einer der besten Remakes, die es überhaupt gab auf Konsolen, meiner Meinung nach. Aber ich denke mal, da werden mir viele zustimmen. Und ja, am 3. April kommt ja schon der dritte Teil. Oh, jetzt geht ja schon los. Hey Da will ich Captain, nichts gesagt Ethan haben. hier. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Ja, ich muss ein bisschen lauter machen, fällt mir gerade auf. Also bei mir auf jeden Fall zu Hause, weil sonst verstehe ich hier nichts. Ich hoffe, für euch ist die Lautstärke okay. Ja, dann gehen wir mal nach oben, ne? Oh, man kann ausweichen jetzt. Okay. Ja, so wie ich gehört habe, soll das Spiel ja wohl ein bisschen actionreicher sein als der zweite Teil. Gut, war es ja damals ja auch. Ich komme ja noch aus der Zeit, aus der ganzen Resident Evil Zeit. Gut, ich war ja noch ein junger Spund. Aber ich habe die Teile gespielt, quasi. Mein Cousin hat sie gespielt und ich habe sie mit durchgeguckt. Und ja. Soll wohl, wenn man Fan vom zweiten Teil ist, soll man ja von dem Teil enttäuscht sein. Aber das war man ja damals auch, weil der dritte Teil ja ziemlich Action, oder beziehungsweise mehr in die Action-Richtung ging. Es ist jetzt natürlich kein Resident Evil 5 oder 6. Aber, was ist das denn? Na, schauen wir mal. Sprinten habe ich rausgefunden. Da gibt es was zum Durchsuchen. Boulevardzeitung. Ach, das ist erstmal egal. Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Grünes Kraut, Schießpulver, Schießpulver.
Menü, Objekte kombinieren. Ja, weiß ich doch. Kennt ihr alles aus dem zweiten Teil. Kann ich das kombinieren mit dem grünen? Nee. Aber das kombinieren mit dem. Pistolenmunition. Gut. Nachladen. Zack. Wieder eine Akte. Grünes Kraut, starke Mentur, ultra starke Mentur, rot oder dreimal grünes Kraut. Erste Hilfe Spray. Gut. Wir überleben da. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Ja, komm her. Wacke nicht so rum. Wacke nicht so rum. Patz. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der tot ist. Ja, habe ich doch gesagt. Muss ich da sogar in die Ecke? Jo. Pistolenmunition. Oh, ich sehe einen Schatten. Aber ich sehe gerade nichts, ey. Der ist ganz schön schnell, Alter. So, nochmal ein Sicherheitsschuss hinterher. Der ist tot. Der ist nicht tot. Aber jetzt ist er's. Sehr schön. Achso, ich dachte, da kann er rein. Man kann es ja versuchen, ne? Der ist tot. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und auch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ich muss das löschen. Da muss ich ja was finden, ne? Messer kann ich nicht benutzen. Gut. Super. Er ist hier vorher mal totgeschossen. Aber hier ist doch ein rotes Fass, liebe Leute. Das zeigt doch bestimmt... Wo ist es doch? Rote Fässer im Videospielen. Klischee erfüllt. Und tot. Hoffentlich. Schießpulver. So, dann gehen wir mal runter. Den hat's voll erwischt. Den auch.
Gibt's irgendwo ein rotes Fass? Oh, hinter mir war noch einer, der ist aufgestanden, der Penner. Ich hab's gerade gehört, ey. Hat der gerade ein Toupet aufgehabt? Das sah gerade so aus. So, keine Muni mehr. Ich habe alles weggeschossen. Ja, nicht so geil. Egal, Schießpulver gefunden. Einmal kombinieren. Muni ist da. Ah, mein Auge. Oh, ich sehe nichts. Ich denke mal, auf YouTube wird ihr auch gar nichts sehen, weil Twitch ist ja immer so ein bisschen, was das Dunkle angeht, immer nicht so schön. Aber ich finde es auch selber gerade so extrem dunkel. Na. Ich wollte sagen, du bist doch nicht tot. Ja, ja. Schießpulver. Das hauen wir mal schön runter. Ich weiß, es war komisch geschossen von mir. Aber egal. Aber kam ich nicht gerade von hier? Nee. Es hilft einfach, wenn man kennt die Kommission noch nicht mal. Mein freies Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquakurkönigin und sie würde sie nie am Dieb verraten. Aquakurkönigin? Ach, hier geht's auch noch weiter. Erstmal machen wir kombinieren. Dass wir genug Munition haben. Alter, ganz schön unpräzise. Alter. Ich muss mich gleich schon wieder heilen. Jetzt bist du tot. Das war völlige Munitionsverschwendung. Gut, dann einmal durch die Tür. Munition ist auch da.
Oh, Alter, hinter mir. Ich hab's schon wieder gehört, ey. Oh, hier, liebe Jungs und Mädels, da haben wir es doch. 9-mal nach links, einmal nach rechts. 8-mal. 9, 1, 8. 9, 1, 8. Da gehen wir mal zurück. Mal schauen, was wir finden. Ups, falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Leuchtpunktvisier. Kombinieren. Ah, schon besser. Ich hoffe, das Ziehen fährt dadurch auch noch leichter. Schön. Haben uns darum schon mal gekümmert. Ich habe den erst im Dunkeln gesehen. Oh, ich bin so dumm. Bleib liegen. Echt mal. Locken wir beide mal hierher. Alle drei? Mit einem Schuss könnte ich doch alle wegkriegen, oder nicht? Jetzt bin ich hier. Aha. Krieg ich so nicht auf. Ah, schaut mal. Blindenmuni. Bolzenschneider. Ist irgendwas im Lager? Nö. Behalten wir mal alles. Heilen wir uns einmal, nehmen das dann mit. Wenn ich Kraut finde, kann ich das gleich kombinieren, dann habe ich wieder ein neues. Man muss ja ein bisschen vorplanen, ne? Da muss ich anscheinend durch, da gehen wir mal gleich durch. Und ich muss niesen. Oh, gerade auf stumm gestellt. Ich habe Corona, verdammt. Immer ein Sicherheitsschuss. Oh!
Vogelmann, du hast doch ein rotes Leuchtkreuz. Du weißt doch, wo du hinschießen musst. Oh. Machen wir gleich. Handgranate. Ja, toll, wo... Oh, wow. Baby, hallo. Gibt's hier irgendwas zum Kombinieren? Ich habe die Tür noch nicht aufgemacht, ne? Hier. Schießpulver. Kombinieren. Kombinieren mit dem. So, jetzt habe ich Platz für die Schrotflinte. Aber finde ich schön, dass er jetzt nur noch einen Platz einnimmt. Ach, Idiot, ich habe doch ein Messer gehabt. Oh, Vogelmann. Trotzdem ist es arschdunkel hier. Nun gut, gehen wir mal weiter. War ein guter Schuss. Sofort geplatzter Kopf. Auch wenn ich zweimal daneben geschossen habe. Gehen wir mal hier lang. Aha! Blöder Pimmel. Ja, Handgranaten habe ich keinen Platz für. Schrotflintenmuni habe ich genug. So, jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Nee. Abkürzung, hier. Auf dich scheißen wir mal. Auf dich eigentlich auch. Ah, liebe Leute. Wir haben den Feuerwehrschlauch vergessen. Oh, ich Idiot. Und nochmal zurück. An den ganzen Zombies vorbei. So, wo war es nochmal lang? Einmal hier durch. Dann hier lang. Kopf, lass mich nicht im Stich. Dann nach rechts. Dann nach links. Und nach rechts. Jetzt schmeißen wir kurz das hier weg. Ich weiß, ich kann es in die Truhe schmeißen, aber es ist ja nicht mein... Es ist ja nicht das richtige Spiel, nur die Demo.
Jetzt schauen wir mal, links oder rechts? Links oder rechts? Links war das. Dann wieder nach links. Hey! Oh! Da ist ja Nemesis. Alter! Ich hab keinen Bock auf den. Danke fürs Spielen. Ja, der Schluss kam schneller als gedacht. Ja, Standard. Gut. Ich sag mal so, viel kann man zu der Demo jetzt gerade nicht sagen, außer es fühlte sich gerade ein bisschen actionlastiger an als der zweite Teil, aber auch nicht viel anders als der zweite Teil, weil dafür hat man jetzt zu wenig gesehen. Naja, gut. Das ist halt der Eindruck jetzt von den Spielen, ne? Mal schauen, was der Test so sagt im internationalen Bereich. Dann würde ich sagen, ich danke euch und ja, dann macht's gut. Ciao, euer Vogelmann.